So, schön. Hast du Lust, die rasante und elegante Bewegung eines Gepards bei der Jagd einzufangen? In diesem Tutorial malen wir einen Gepard in voller Rennbewegung, mitten im Savannengras. Mit einer Kombination aus lockerer Pinselarbeit, Nass-in-Nass-Techniken und trockenen Pinseleffekten schaffen wir eine dynamische und energiegeladene Szene. Lass uns zusammen die Geschwindigkeit, Anmut und Kraft dieses faszinierenden Raubtiers darstellen und die afrikanische Savanne zum Leben erwecken. Hier von diesem Zeichenpapier, weil ich keine Angst haben muss, auf dem guten Aquarellpapier rumzuradieren und dann Löcher drin machen. So, guck mal. Ist das nicht ein Gepard? Ich finde schon. Und es hat so eine natürlich ein bisschen zottiger. Dann nicht mehr so nass, bitte, weil wir haben hier genug Feuchtigkeit. So, Zitronen. So ein bisschen schon Milchkonsistenz, sahniger Konsistenz und vielleicht von unten hier erstmal diesen warmen Teil des Hügels andeuten und von oben etwas dunkler. Können wir ein bisschen Phthalergrün einfügen, aber auch bitte nicht so dunkel. Ja, an einigen Stellen ein bisschen verdunkeln. Zack, nicht überall. Damit sie ein bisschen Volumen erhalten, ja, Dreidimensionalität. Zack, schön. Irgendwo vielleicht ragt ein Baum ein bisschen nach oben. Kann ja auch Ist jetzt passieren. alles trocken bei mir. Und lass uns jetzt schon mal die Flecken machen. Die Flecken sind selbstverständlich auch nicht alle im gleichen Ton. Die Flecken, also die im beleuchteten Bereich sind, sind heller und diejenigen, die im Schatten sind, sind natürlich auch dunkler. Aber angelegt hier im hinteren Bein vielleicht einige. Die Spitze dieser Tatze ein bisschen verdunkeln, die so in der Luft ist. Und ein bisschen grafischer hier die Beine unterstreichen von unteren Nehme einfach den Bereich. Zeigefinger, lege es einfach an und tue es nach oben. Ein bisschen mehr Farbe. Ein bisschen mehr Wasser. Zack, hier nochmal anreichern. Den Finger sauber machen und wieder anlegen und nach links quasi verwischen. Nochmal, Finger sauber machen, an eigenen Stellen. Ja, ein bisschen vielleicht. So. Als Kontrast, ja, zu diesen hellen. Mit Gelb oder hellgrün. So, in unterschiedlichen Größen, Dicken, Breiten und Höhen. Ne? Auch nicht übertreiben. Weil eigentlich der Akzent soll hier auf dem Gepard sein und nicht jetzt auf die Halme oben, also oder unten. So, ein bisschen hier verwaschen vielleicht. Na, dezent. Super. So, schön. Ja, vielleicht irgendwo noch mal was auflockern hier. Ansonsten
Ja, ich finde, das haben wir jetzt eigentlich schön hingekriegt. Hier der Schatten, den ich zuerst zu hoch angelegt habe, jetzt ist er unten. Und hier die ganzen Halme, vielleicht mal so ein etwas dunklerer, mal so ein Akzent. So. No. Irgendwelche so Getreide oder keine Ahnung, was das noch sein kann. Einfach mal ein bisschen fantasieren. Ja. Du kannst hier eigentlich alles reinpflanzen, was du möchtest. Hier im Vordergrund, aber auch bitte nicht übertreiben. Der Akzent soll immer noch auf der Katze hier sein. Auf die Raubkatze. Und irgendwelche Pünktchen. So, na, so ein bisschen Flora auflockern. Super. So, das war's dann auch. Ich glaube, wir können es auch für beendet erklären. Hier noch ein paar Kleckse wegtupfen und schon ist unser Bild fertig. Unser jagender Gepard ist fertig gemalt. Ich hoffe, das Malen dieser dynamischen Szene und das Ausprobieren der verschiedenen Techniken hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal, wo wir erneut die Tierwelt Afrikas erkunden. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Wenn du dich fragst, wo dieses Tutorial in voller Länge mit Malvorlagen und ohne Werbeunterbrechungen zu finden ist, dann schau mal kurz unten in die Beschreibung rein. Da habe ich dir einen Link hinterlassen.